And welcome back zu einer weiteren Folge Feed the Beast. Wir wollen heute etwas querfeld einmachen. Und zwar wollen wir dazu unsere Essenceberry Bushes, die schon seit einer Ewigkeit bei uns im System rumdümpeln, verwenden. Dazu brauchen wir noch Wolle, weil wir nicht den. Ach komm, wie crafte ich das? Wir wollen, man kann viel zu viel aus Wolle machen. Ein Pointer? Nee, Pointer wollen wir nicht. Finden. Vielleicht finde ich hier irgendwie... Ich glaube, das heißt irgendwas mit Vorhang. Was heißt ein Vorhang auf Englisch? Ich kenne auch nicht jedes Wort auf Englisch. Dark. Ist das hier dabei? Oder Black. Black Ink ist es nicht. Nein. Okay, lassen wir das mit dem Vorhang und machen das wieder mit Dark Glass. Der hier. Aber dafür werden wir noch mehr Dark Glass brauchen. Und das crafte ich. Dark Glass. Guck mal. So. Hier. Die Blackout Certains. Auf den Namen muss man erstmal kommen. Aber wir machen das jetzt mit Dark Glass. Irgendwie ist das cooler. Ah, so ist das Crafting-Rezept. Okay, verstehe. Unser Ink wird wahrscheinlich gerade extrem zum Neige gehen. Machen wir das so. Das sollte passen. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Stone mit. Für den Boden. Holy crap, haben wir viel Firestone. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mit so viel Firestone mache. Firestone ist eigentlich ultra rare und dadurch der Laser im Keller scheint den immer mal wieder auszuspucken. Ich glaube, das ist eher ein Bug, dass der so viel davon ausspuckt. Das wollen wir einfach hier daneben bauen. Dazu unserem Hammer. So. Einfach mal hier in den Raum reinschlagen. Lass mal sehen, das Ganze soll 4 in der Breite. Ja. 2 in der Länge. Ja. Das sollte das passen, wenn wir hier einfach noch ein Stück reinhauen. Und dann dementsprechend die Decke anpassen. Du kannst da bleiben. So, wir bauen uns Räume, weil wir können. Und in dem Raum wollen wir es hier auch gleich Zappenduster haben. Weil diese Büsche wachsen in vollkommener Dunkelheit einfach besser, beziehungsweise überhaupt erst. So, dann die Wand noch korrigieren, damit das schön aussieht. Ich denke mal, den Boden können wir so lassen. Dann können wir hier unsere Berry Bushes hin platzieren. 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. So, und die müssen erstmal voll ausgewachsen sein, damit wir dann
hier weitermachen können. Dann machen wir das Ganze dunkel. Dafür haben wir unser Glas dabei. Das lässt nämlich kein Licht mehr durch. Zack. Da sind unsere Berry Bushes. Die wachsen jetzt fröhlich in vollkommener Dunkelheit vor sich hin. Und wie wir die verwenden, das sehen wir, wenn sie ausgewachsen sind. Ich will derweil aber noch kurz woanders was machen. Und zwar werden wir uns demnächst ein bisschen rumcraften. Und dafür möchte ich gern den Silver Wood Sapling, den wir hier schon seit einer Ewigkeit im System haben, mal aufs Dach planten. Ich fand, das ist eine schöne... Oh, es ist gerade Nacht. Ich fand, das ist eine schöne Stelle. Hier habe ich mir schon Stein hingestellt. So, Stein weg. Silverwood hin. Und der kann jetzt hier gemütlich vor sich hin wachsen. Ich hoffe, dass es ein Silverwood mit einer Node drin wird, weil genau das brauchen wir. Wenn es ein Silverwood ohne Node wird, müssen wir ihn halt abreißen und einen neuen hinsetzen. Soll uns auch nicht weiter stören. Gehen wir doch mal zu unserem Research Table. Beziehungsweise haben wir unser Buch dabei? Nein, haben wir nicht. Warum auch? Wir wollen ein bisschen was researchen. So, dafür den ganzen Stuff weg. Wo habe ich eine Gravity Gun Supercharged her? What the? Wo kommt die her? Ich weiß es ernsthaft nicht. Warte. Wenn das eine Supercharge ist, wo ist dann unsere normale Gravity Gun? Hä? Ist durch den Server-Transfer irgendwie unsere Gravity Gun von normal auf Supercharge umgesprungen? Scheint ganz so. Ich hab's nicht im System, deshalb... Grooston haben wir auch einiges bekommen von unten. Hm. Auch nicht schlecht. Wir haben nur gerade gratis Supercharged Gravity Gun gekriegt. Weil unsere normale Gravity Gun irgendwie verschwunden ist und dafür haben wir jetzt eine Supercharge. Auf dem Server passieren merkwürdige Dinge. Hm, was wollte ich? Ach ja, ich wollte mein Buch. Nein, ich wollte nicht das Pattern, ich wollte mein Thaumonomicon. So, hier oben haben wir auch ein Terminal. Warum bin ich eigentlich runtergeflogen? Golemancy haben wir noch gar nichts. Artefischen haben wir nur so einen Hauch. Der ganze interessante Stuff ist alles noch nicht entdeckt. Hier haben wir noch überhaupt nichts. Sonic Tinker. Da fehlt uns auch noch alles. Nicht sicher, was das alles ist. Das kenne ich gar nicht. Sieht interessant aus. Was ist das hier oben? Kenne ich auch nicht. Was mit Bienen? Nee, das interessiert uns wenig. Alchemie haben wir auch nur. Die Basics. Der ganz interessante Stuff, der drumherum noch sein müsste, haben wir noch nicht. Ah, dich wollte ich gar nicht. Zauberstäbe. Hier haben wir auch noch nicht viel. Was wir aber machen wollten, ist das hier, Infusion. Wir wollen Infusion, und zwar wollen wir uns einen Infusion-Altar bauen. Den Gerümpel. Dafür brauchen wir Arcane Stone. Das ist einfach ganz normaler Stone, umrundet mit irgendeinem Chart in der Mitte. Wir haben noch irgendwo zwei Stäbe rumliegen. In der Truhe. Wir hatten ja die eine Folge, wo wir uns Stäbe und Aufsätze für die Stäbe gebastelt haben. Hier haben wir zwei Stäbe. Die haben zum Glück noch ein bisschen Aufladung, das heißt, ich muss jetzt nicht losfliegen. So, den rein. Jetzt brauche ich... Ach, warum fliege ich runter, wenn ich hier einen Zugriff drauf habe? Oh, Stone. Ich möchte gerne einen ganz normalen Stone haben. Gib mir mal zwei Stacks.
Charts haben wir einen ganzen Haufen. Dann nehmen wir mal Air Charge. Charts, davon haben wir irgendwie am meisten. Und zwar... Und die in der Mitte und gib mir das. Warum habe ich jetzt hier überall noch 9 und das ist weg? Was sind das für eine Aufteilung? Komm, das machen wir nochmal richtig. Also bitte, was war denn das denn? So. Jetzt haben wir 2 und ein bisschen, wieso auch mal wir 2 und ein bisschen haben. Und der hat keinen Terra mehr. Zumindest so gut wie keinen Terra mehr. Für den Infusion, den wir hier hinstellen wollen. Das Ganze, da brauchen wir noch eine Matrix. Sollte ja kein Problem sein. Die ist einfach so. Kommt jetzt bestimmt der Charge in die Mitte. Ne, eine Enderpearl und drumherum einfach irgendwas. Das heißt, wir nehmen mal einen unserer tausenden von Enderperlen. Chart haben wir ja dabei. Das heißt einfach eine Enderperle in die Mitte. Und drumherum einfach Chart. Und die sind bestimmt falsch rum. Ich mache es immer falsch rum. Warum auch nicht. So, damit haben wir unsere Matrix. Und damit ist auch Ordo so gut wie weg. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch... Podeste, ja, und 4 von den Arcane Stonebricks, die ja kein Problem sind. Damit haben wir die. Das wären 2 Podeste. Warte mal, wie viel wollen wir denn haben? Hier sind zwar 4 abgebildet, aber wir wollen nicht 4, sondern wir wollen 8. Haben wir die zum Bauen auch noch? Sehen? Ja, das heißt, wir brauchen 9. Das heißt, hier kommt noch Stone rein. Da auch. Das wären 8. Wir wollen aber 9, wie wir gerade gesagt haben. Das wären 9. So, damit haben wir das ganze Baumaterial, um unser Podest zu bauen. Da dieser Raum etwas asynchron ist, also wir können es nicht zentral in die Mitte stellen, richten wir uns einfach hier nach aus. Wie schwer sind denn diese Blöcke abzubauen? Nicht sehr schwer. Das heißt, wir können damit erstmal andeuten, wo wir ihn hinstellen wollen. Wenn wir ihn hier hinstellen. Kommt hier das so drumherum. Dann haben wir hier ein Podest und hier ein Podest. Das heißt, unsere Fiolen mit unserer Essenz. Ah, das ist irgendwie ganz doof, wenn wir da noch ein Podest haben. Zu dieser Seite hätten wir genug Platz. Hier hätten wir 2 Luft und dann wären hier die Fiolen. Warum ich die Fiolen mit ein bisschen Abstand baue, das kann ich euch dann noch sagen. Beziehungsweise das werdet ihr dann sehen, wenn ich das tue. Hier hätten wir allerdings nur einen Abstand. Ist das kritisch, wenn wir nur einen Abstand haben? Oder ist uns das egal? Ich glaube, das ist uns egal. Ja, das ist uns egal. Ich bin dafür, dass das uns egal ist. Okay, so. Um das Ganze schön zu machen. Wir haben ja so viel von diesen Steinen. Bauen wir ganz einfach den Boden draus. Für coolere Optik und so. So. In die Mitte kommt dann der Podest. Drumherum kommen die hier. 1, 2, 3, 4. Machen wir hier auch noch den Boden. Schön. So, ganze weiße Steine ersetzt durch schwarzen Stein.
Auge isst ja mit. Oder es baut mit, in dem Fall. So, so. Dann sitzt unser Altar wenigstens auch auf einem anständigen Stein. Und nicht unter so gümmeligen Marble. Auf so gümmeligen Marble. Du kommst weg. Du kommst weg. Wie viel haben wir noch? Ein bisschen was haben wir noch? Dann lass mal erstmal sehen. Da kommt ein Podest hin. Da kommt ein Podest hin. Da, 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 da. So, so. Das wären unsere Podeste. Sieht da nicht schön aus. Also sieht da gleich noch viel schöner aus, wenn wir... Der wird einfach ein Hof gesetzt. Das heißt, der kommt so. Na Moment. Wird er draufgesetzt oder ein hochgesetzt? Ich glaube, der wird draufgesetzt. Ne doch, der wird ein hochgesetzt. Hier kommen noch normale Stones drauf. Ich wollte gerade sagen, diese Außenpiller schienen mir schon irgendwie zu klein zu sein. Kommt da unsere Matrix drauf. Wird der wieder weggerissen. Der ist irgendwo gelandet. Keine Ahnung wo. Jetzt brauchen wir einfach nur einen Zauberstab. Und go! 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 Hä? Go! Hä? Ist das wegen unserem Boden? Arcane Stone Bricks. Ja, ja. Arcane Padel. Ja. Arcane Stone Block. Ja. Und die Runic Matrix. Müsste eigentlich alles so stimmen. Ich müsste jetzt eigentlich nur noch mit dem Zauberstab draufhauen. Hat er nicht genug Aufladung? Da brauche ich 25 von jedem. Ich habe gerade nicht 25 von jedem. Verdammt! Wie sieht's mit dem Stab aus? Hast du 25 von jedem? Du hast auch nicht 25 von jedem. Das heißt, wir müssen mal kurz eine Abstecher nach draußen machen und uns Nauts suchen. Wir haben uns doch früher mal eine Google of Revealing gebaut oder irgend sowas. Die Goggle. Wo sind denn meine Goggles? Da sind die Goggles. Damit wir auch irgendwie mal Nauts sehen können. Dinge, die schon 10 Episoden her sind oder noch länger. Notes. Notes, Notes, Notes. Was hat er hier eigentlich? Ja. Jetzt muss es natürlich längen, wenn ich bei ihnen reinkomme. Wow, sind das viele Silverwoods-Zepplinge. Silverwoods. Hier hat jemand was vor. Er schirmt sich gegen das Tainted-Zeug ab. So, jetzt die Notes finden, die wir haben wollen. Das ist immer so eine bisschen nervige Sache. Da lädt sich die Welt. Man erkennt die Notes ganz gut, wenn man sie einmal gesehen hat. Das Problem ist, sie erstmal zu sehen. Mit diesen Google sieht man sie auch durch Gegenstände hindurch. Das ist das Gute. Irgendwie sieht das hier gerade ganz relativ mau aus. Ich hatte mir mal eine auf der Map markiert. Nein, da ist keine. Irgendwie sah das gerade so aus. Ich hatte mir mal eine auf der Map markiert. Das Problem ist, dass durch diesen Serverumzug, Server Restart, bla, meine Waypoints alle weg sind. Ja. Und dementsprechend gut habe ich die Note natürlich wiedergefunden. Ah komm, wenigstens eine einzige. Kann doch nicht sein, dass hier überhaupt gar keine Note ist. Hier ist so ein Spinnenbomber, den hat unser Pushmer geplündert, ja. Give me Note.
Wenigstens eine einzige. Ich will doch nur den Altar fertig bauen. Dazu brauche ich doch nur eine Note mit den richtigen Essenzen drauf. Das ist immer das Nervige am Songcraft am Anfang, das Rumfliegen und Notes abpicken. Das heißt, man muss relativ schnell darauf gehen, dass man die schafft, sich einzusammeln. Aber das Problem ist, um die einzusammeln, braucht man einen Zauberstab, der mindestens 100 Vs von jeder Sorte fassen kann. Und den kann man nur durch Infusion Crafting zusammenbasteln. Anders kommt man an den nicht ran. Nämlich der Silverwood. Das heißt, mein Ziel ist es im Endeffekt, dass ich in den Silverwood crafte, den einmal aufladen gehe, mir irgendeine Note kralle, die schön ist, die nach Hause transportiere, dann wieder den aufladen gehe, dann das gleiche nochmal mache und dann haben wir unsere Notes im Haus und brauchen nicht mehr rumfliegen und sie verzweifelt suchen. Da wäre eine Note. Was hast du denn für Aspekte auf dir drauf? Anscheinend nichts. Doch. Wurde mir nur nicht angezeigt. Okay. Das heißt, mein zweiter Stab kann ich auch noch ein bisschen was rausholen. Dera und Ignis. Habe ich jetzt 25? Nee. Beiden fehlt Ordo. Das heißt, ich brauche eine Note mit Ordo drauf. Mit Ordo. Alleine? Ne. Ordo Note. Ich glaube, ich werde in kommender Zeit mal ein paar separate Folgen machen. Mit dem Fleck, Achtung, ich fliege nur dumm rum und tue Dinge mit rumfliegen. Oh, meine Nahrung geht gleich. Weil ich kann mir vorstellen, dass das für euch gerade genauso spannend ist wie für mich. So gar nicht. Irgendwie. Hier ist doch was. Hier blinkt was. Du siehst fast aus wie in einer Perdition. Ne, Perdition habe ich glaube ich bei beiden, ja. Ich habe beiden voll. Eine pure Perdition. Oh, Pferde. Hallo Pferde. Nochmal Pferde. Oh. Und Minecraft ist wieder da. Yay. Irgendwie scheint das bei mir gerade nicht ganz flüssig zu laufen, dieses Spiel. Ich hab's einfach ab und zu, dass es crasht. Okay, hier ist jetzt auch definitiv alles geplündert. Hier ist eine etwas zersägte Hütte. Hier hätten wir Gold, aber Gold haben wir ja in Massen. Was uns mehr interessiert, sind irgendwelche Notes, die in der Landschaft stehen. Da sehe ich gleich zwei. 3. Der hat sogar kein Primal drauf, sondern ein Sekundär. Du bist auch uninteressant, obwohl hier können wir Terra uns ein bisschen snacken. Lass du Ordo drauf sein. Oh, da ist sogar Ordo drauf. Haben wir 25? Ja, wir haben genau 25. Wenn ich da schon mal an der Note dran stand, kann ich auch mit dem hier noch ein bisschen snacken. Ne. Was immer der drauf hat, ich brauche es nicht. Ein Wüstenvulkan. Auch nicht schlecht. Ich habe doch hier meine Supercharge dabei. Ich habe die noch nie Supercharge ausprobiert. Was heißt denn Supercharged? Okay, das ist ein Stück weiter. Aber ist das alles, was eine Supercharged macht? Oh, da ist noch ein Auto. Feuer, Snacken. Habe ich alles. Schande. Fliegen wir mal zurück. Wir können jetzt unseren Altar fertig machen.
Und was wir mit dem Tolles machen können, das werden wir nächste Folge sehen. Mit ein bisschen Glück sind dann die Orberry Bushes im Keller auch schon fertig und mit denen können wir dann auch weitermachen. Und der Silverwood auf dem Dach ist dann vielleicht auch schon fertig. Hier steht einfach so eine Note in der Stadt rum. Was hast du denn drauf? Era? Nehmen wir uns doch einfach mal mit. So. Komm, komm ich in die Stadt, fang meine FPS wieder an, in den Keller zu rutschen. Merkt man, was hier los ist. Und nein, das ist nicht nur mein Haus, was das verursacht. Welchen haben wir denn? Den hier. So, jetzt aber. Bing! Wunderschön. Und der fängt an zu rotieren. Ja, was wir mit denen machen können, ist folgendermaßen. Wir nehmen mal unser Summonomicon. Wir gehen auf Stäbe. Wir können Greatwood Wand, Silverwood. Der Greatwood konnte ja so gekraftet werden und der Silverwood, den müssen wir erstmal researchen. Hier haben wir auch noch Stäbe drumherum. Und wenn wir da einfach mal, sagen wir mal, mit dem Blaze freischalten, dann können wir sehen, okay, das hier ist schon mal ein Infusion-Crafting-Rezept. Bracers used to wand cores has still greater storage potential than Greatwood cores. What makes the Greatwood cores, however, is that if the level of Ignis stored inside or drops below 10%, this will fire, nature will slowly replenish it. Das heißt mit anderen Worten, wenn der Ignis unter 10% fällt, dann erzeugt er selbstständig dieses Ignis wieder. Das heißt, auf solchen Stäben hätten wir immer ein klein bisschen Ignis drauf. Wie wir an den Research rankommen, würde mich auch mal interessieren, aber vielleicht müssen wir... Und schon ist das Video vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat... That's impossible. That's impossible. That's impossible. That's impossible. Dann gibt es ja immer noch den Daumen runter. You can't do that. You can't. Can't be. We can't be. We can't be. Ja, ist ja schon gut. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, ab in die Kommentare. Ich freue mich über jeden bisschen Text, der da unten steht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonnieren. Und wenn euch das Video wirklich so gut gefallen hat, dann empfehlt mich doch mal weiter. Also dann, man sieht sich.